So Leute, willkommen zurück zu Quatsch, Pokémon. So. Wir haben neue Missionen. Mina hat sich heimlich davon geschlichen und seitdem fehlt von ihr jede Spur. Sie war ganz dicht reingepackt, damit vermute ich mal, dass sie sich ins Weiße Frostland aufgemacht hat. Es scheint nichts mit ihrer Arbeit zu tun zu haben. Was will sie nur an so einem gefährlichen Ort? Ich wäre dir und Rosalina wirklich dankbar, wenn du ihr helfen könntest. Ich rufe von Minas Lieblingstaschentuch, soll euch auf die Spur bringen. Bitte finde sie. Ja. Machen wir schon mal wieder auf die Suche. Was wäre ich denn für ein großer Bruder, wenn ich mich immer nur auf andere verlassen würde? Alter durch, Mina. Mach doch nicht sowas. Oh, da bist du ja. Ich habe schon nach dir gesucht. Dein Bruder sucht dich. Wie bitte? Mein Bruder ist ins Weiße Frostland aufgebrochen? Er wagt sich doch sonst nicht mal ins Grasland vor, nachdem ihn dort mal ein Scheinungs verfolgt hat. Wir müssen ihn sofort suchen. Ich kann wie immer auf dich zählen, oder? Wow. Einfach wow. Das eine Mal, wenn sie nicht weg ist, rennt er los. Ein gemütliches Vordach. Offenbar hat sich ein Palimpalim, unter einem Vordach eines Wohnhauses gemütlich gemacht. Sprich mit Isotta und untersuche die Sache. Ulpix im Schnee. Keshi, ein Mitglied des Sicherheitstrupps, das aus der Alola hergekommen ist, hat wohl von dort einen Vulpix mitgebracht, die er Keokeo nennt. Sprich mit ihm und mach dich an die Forschung. Keine weiteren Missionen. Sehr schön. Aber theoretisch, glaube ich, oben noch die Story-Quest. Nee, wir haben oben gar keine Story-Quest. Weiß auch gar nicht mehr, was die Story-Quest war, was die als nächstes von uns verlangt hat. Aber ist egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Mission. Weil wir sind ja hier ein guter Bürger, der sich um seine Missionen kümmert. Ah, da hängt's schon. Oh, ein Mitglied des Forschungstrupps. Sag mal, könntest du diesem Palimpalim hier beim Umzug helfen? Irgendwann hat das Palimpalim es sich einfach unter meinem Vordach gemütlich gemacht. Es macht zwar keinerlei Ärger, aber mir ist es einfach nicht wohl in der Nähe von Pokémon. Ich habe schon mit ein paar Hausbesitzern gesprochen, die Palimpalim nehmen würden. Deine Aufgabe ist es nun zu prüfen, ob es ihm dort auch gefallen würde. Ich selbst kenne mich nämlich überhaupt nicht damit aus, was Palimpalim mag und was nicht. Bitte schau zuerst beim Haus der Landwirte in der Nähe des Ackers vorbei. Vielleicht findest du dort ein Plätzchen, das ich Palimpalim in Ruhe hängen kann. Gucken wir doch einfach mal. Oh. Es scheint die Windrichtung nicht zu mögen. Oh Gott, das wird so eine richtige Renn einfach den ganzen Tag hin und her Mission. Also ich befürchte wirklich, das wird wirklich darauf hinauslaufen, dass ich hier die ganze Zeit hin und her rennen muss. Und am Ende wird sie es sowieso behalten wahrscheinlich. Ach hey, der Wind weht also angenehmer, ja? Das kann ich verstehen, ich mag ihn auch sehr. Wie wäre es dann mit der Hütte am Meer? Dort weht auch ein schöner Wind. Da oben wird mir aber auch noch eine Mission angezeigt. Ich habe gerade keinen Bock auf Bälle werfen. Auch wenn ich es mal probieren müsste, einfach weil der Typ einem vielleicht irgendwann ein gutes Item wie Linkkabel zur Verfügung stellt. Ich hoffe es einfach, ich weiß nicht, ob er es tut. Oh. Hier ist zu einsam, ne?
Ja, es scheint ihm zu einsam zu sein, weil hier keine Menschen sind. Wow. Habe ich mir aber schon gedacht, er ist da ja wirklich fernab vom Schuss. Ach, da hinten sind Angela aufgetaucht. Nee, oder wollte ich gar nicht hin. Bin bloß in die falsche Richtung gelaufen. Es ist also gerne an belebten Orten. Da ist man selbst auch gleich viel energiegeladener, nicht? Wie wäre es mit dem Übungsplatz? Dort halten sich immer viele Mitglieder der Sicherheitstruppe auf und es geht lebhaft zu. Mit der Schnellreise sind wir viel schneller. Wenn ich hier laufe, dann. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen, wenn ich hier ständig laufen muss. Na, hier scheint es auch glücklich zu sein. Ist das ein Palimpalim? Hätte es vielleicht Lust, mit uns zu trainieren? Offensichtlich nicht. Es scheint keine Kämpfe zu mögen. Oh nein. Ich sorte, du musst das behalten. Palimpalim ist wählerisch. Aber extrem wählerisch. Es gibt eben auch Pokémon, die nicht gerne kämpfen. Was bitte? Entschuldige, Palimpalim, du hattest sicher Angst. Hallo? Versuchst du mir etwas zu sagen, das ich mir nicht so zu Herzen nehmen brauche? Und wie wäre es mit dem Haus nebenan? Es ist fast identisch zu meinem. Ich habe eben mit dem Nachbarn gesprochen. Sie hatten nichts gegen ein Palimpalim an ihrem Haus. Ach, weißt du. Jetzt habe ich dich extra herumgeschickt, um ein neues Zuhause für Palimpalim zu finden, aber ich glaube, letztendlich ist es doch bei mir am besten aufgehoben. Durch dich verstehe ich besser, wie sich Palimpalim fühlt, und ich glaube, dass wir ganz gut miteinander auskommen werden. Außerdem ist mir klar geworden, dass Palimpalims Ruf unter dem Vordach schon irgendwie zu meinem Alltag gehört. Palimpalim, du bleibst also jetzt von jetzt an bei mir, ja? Vielen Dank, ich bin wirklich froh, dass du bei uns im Dorf bist. Sonnenstein und Sonderbonbon. Danke sehr. Da vorne zeigt er uns noch Missionen an. Ich möchte aber noch nach dem Vulpix gucken. Hier. So, wo muss ich da hin? Ach, da muss ich wirklich rüber raus ins Frostland. Okay. Dann haben wir aber zwei Missionen im Frostland. Das ist ganz gut. War da nicht noch eine Mission hier drüben angezeigt? Neue Nebenmission. Ja. Das macht die Forschung. Wir beide verstehen uns blendend. Nanu, was ist denn mit Papi Nessa los? Nicht mehr lange und es wird aus dir ein elegantes Papinella, Papi Nessa. Nee. Wird's nicht. Das ist das falsche Schalogo. Neue Nebenmission. Es muss hier drin noch eine Nebenmission geben. Unten. Unten noch eine Nebenmission. Hallo, werter Kunde, ich wollte dich fragen, ob du mir ein wenig mit deinem Spürsinn aushelfen könntest. Ganz in der Nähe des Lawinenhügels soll es ein Dorf geben.
ein Dorf gegeben haben, in dem einst meine Vorfahren gelebt haben. Allerdings konnte ich bis heute keine Spur von dem Dorf ausfindig machen. Ich frage mich langsam, ob es tatsächlich existiert hat. Ich würde gerne mehr über meine Wurzeln erfahren. Vielleicht bist du ja in der Lage, am Lawinenhügel Spuren der Siedlung zu finden. Bitte hilf mir. Spuren eines alten Dorfes. Geht klar. Machen wir. Kann ich von hier aus schnell reisen? Ja, okay. Weil im Dorf scheinen wir keine Missionen mehr zu haben und alle Wege führen ins Frostland. Da bin ich gerade. Dann auf ins Frostland, würde ich sagen. Wir gehen erstmal zur Schneegipfelbasis, weil wir ja gar nicht wissen, wo unsere Missionen sind. Direkt hier vorne. Und da hinten gibt es noch eine neue Nebenmission. Alola. Ah, auf dich habe ich gewartet. Mein Kekeoke. Oh, sind vorhin spielen gegangen, aber noch nicht zurückgekehrt. Hilfst du mir, sie aufzuspüren? Kekeoke, oh. Oh, bitte entschuldige. Ich komme aus Alola, weißt du? Dort nennen wir Vulpix so. Vulpix. Nanu, bist du etwa nicht mit den anderen spielen gegangen? Dieses Pokémon hier ist ein Alola-Vulpix. Es ist so weiß, dass man es im Schnee kaum sieht. Aber fünf von ihnen müssten noch da draußen sein, aber alleine zu suchen ist so mühsam. Normalerweise spielen die Vulpix immer in der Gegend um den Lawinenhügel, also bitte finde sie und sag ihnen, sie sollen zurückkommen. Da kann ich nochmal, ja, mir den Tipp holen mit dem Lawinenhügel. Wo ist denn der Lawinenhügel überhaupt? Da drüben ist der Lawinenhügel, okay. Aber hier drüben gibt es ja noch eine Nebenmission, die will ich mir auch holen. Ja. Da hole ich mir aber mal den Radar... Ups. Au. Mal den Radarbär. Rosaluna. Hab mir nämlich gedacht, dass ich hier vielleicht in der Nähe auch gerade Hinweise für die Vermisstensuche krieg. Okay, ist irgendwie versehentlich gedreht. Oh nein, der ist hier ins Loch gefallen, oder? Ja. Erstmal Pokémon aus dem Gebiet schaffen, um sicher zu sein, dass hier nichts passiert. Oh, du bist es. Bin ich erleichtert, dich zu sehen. So hilf mir doch bitte zusammen mit Sneeboss nach oben. Ihr Nontor. Oh Gott, das ist eine Elite. Ah. Okay, wir machen das. Los, Galoppa. F64. Ach du Kacke. Galoppa. Guck mal, wie weit du kommst. Problem ist, es auch im Nebentyp Geist, ne? Das heißt, das kann ich nicht mal mit einer Kampfattacke schwächen. Tempotechnik mit Blizzard. Sonst habe ich aber nichts, dass man eben mit Feuer kämpfen. Okay, was war das gerade? Bild kurz abgeschmiert. Vielleicht liegt die Capture Card gerade irgendwie so, dass sie rutscht. Das wäre natürlich nicht schön, aber gut, dann ist es halt so. Es hat, glaube ich, keine Schwebe. Okay, hätte ich eine normale gemacht, hätte es gereicht.
Aber erstmal ein Geowatz. Also gut wie hin. Los, Seemobs. Ich kann halt nicht mit Kampfattacken kämpfen, das ist so doof. So, volle Kraft, Aqua-Durchstoß. Jetzt wahrscheinlich auch fangen dürfen, aber da habe ich gerade nicht dran gedacht. Du hast mir richtig aus der Klemme geholfen, vielen Dank, aber Minas habe ich immer noch nicht gefunden. Ihr habt euch verpasst. Wie sieht's aus? Hast du meinen Bruder gefunden? Oh, Mina, was. Minas, worauf, was für ein Glück. Da unten hast du mich nur anders gehört wegen der Akustik. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Tut mir leid, Mina. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Aber was sollte das denn? Wieso bist du denn einfach allein in Weiße Frostland aufgezogen? Also eigentlich. Du hältst Eisstein. Eigentlich hätte ich mich auf die Suche nach seltenen Items gemacht. Ich dachte, dass ich damit meinen Vorbildern bei der Forschung helfen kann. Ach, Brüderchen, jetzt schau doch nicht so. Hier habe ich natürlich auch einen mitgebracht. Es war wieder eine vorbildliche Leistung. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ab jetzt werde ich bei allen Dingen, die ich anpacke, mich doppelt ins Zeug legen, um mich eines Tages bei dir erkenntlich zeigen zu können. Lass uns nach Hause gehen, Bruder. Ich bin jetzt stark genug, um dich auf dem Rückweg zu beschützen. Das ist ja lieb gemeint, Mina, aber das Dorf liegt nicht in dieser Richtung. Ups, hehe. Wird wohl doch noch ein bisschen Zeit vergehen, bis Mina wirklich auf eigenen Füßen stehen kann. Ein bisschen Fehlzeit. Ja, das fürchte ich auch. So, wir hatten hier drüben noch eine Nebenquest, die wir angehen müssten. Moment, ist das die überhaupt? Oh, ich bin weit ab vom Schuss. Kann ich mich hier auch gerade. Oh ja, ich hätte einfach mit dem Typen reden müssen. Ups. Ja, Leute. Hier geht's aber beim nächsten Mal weiter an dieser Stelle. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Pokémon Legenden Arceus. Bis dann, euer Wolf.